Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Es geht weiter mit dem Manta GTE. Und zwar kommen wir zur Ausgabe 69. Wir gucken gleich nochmal ins Heft und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. So, liebe Leute, und da ist die Ausgabe 69. Wie gesagt, das sind echt wenige Teile. Aber wir brauchen den Kühler vom vorherigeren. Und ja, vom vorherigen Heft, jetzt habe ich es. Und wir blättern wieder ein bisschen durch. Hier ein paar alte Autos, ein bisschen Geschichte, ein Tresor. Ach nee, was ist das, ein Tresor? Kühlschrank? Ah, das ist ein Kühlschrank. Hä? Was ist denn das? Wir fühlen auf. Durchbruch, Lenk, EGT, ein bisschen komisch aus, aber okay. keine Ahnung, was das sein soll. So, und hier, schick. Und das ist in der nächsten Ausgabe drin und dann werden wir mal zusammen auspacken, heute mal wieder. Auspacken. So. Und wegschmeißen und den gönnt man ein bisschen dichter. Entschuldigung. Achtung. Nicht, dass euch mehr schlecht wird oder so. Und dann legen wir mal los. Was haben wir denn hier so Schönes drin? Und zwar von den Teilen her haben wir. Ich muss jetzt mal eine Brille aufsetzen, Entschuldigung bitte. Das ist die Kühlerhalterung. So. Dann haben wir einen Schlauchbogen. Also sozusagen zwei Schlauchbogen. Zack. Und drei AP-Schrauben, die hier nicht rausholen. So, und das werden wir jetzt alles gleich verbauen. Ja, ich gucke nur schnell noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, jetzt wird's rasant. Also, mal gucken. Und zwar kommt das Ding jetzt hier so rein. Yep. Und dann eine AP-Schraube in die eine Seite und dann in die andere Seite. So. Jo. Einmal. Noch ist er beweglich. Ich weiß nicht, ob der noch beweglich bleiben muss. Keine Ahnung. Oh Gott. So. Und so. Gut, also zur Not, er ist noch ein bisschen beweglich und jetzt kommt das Teil hier rauf und ja, meine Leute, das war schon die Ausgabe 69. Jo. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Habt ihr überhaupt was gesehen? Ja, ich hoffe doch, ihr werdet alles gesehen. 69. Da. Gut, dann bis gleich.
So, liebe Leute, das war nur eine kurze Folge, aber wichtig, wir haben jetzt einen Kühler, hoffentlich. Und der Rest kommt dann noch, weiß ich nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen da und ein Like vor allen Dingen. Und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Und ja, wie ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastlanis. Ciao, ciao.